Hallo und schönen guten Tag. Das wird heute eine VA für den Kanal Blind EDC, Micha. Lieber Micha, ich habe jetzt die Zeit gefunden. Ich bin zwar spät dran, aber ich denke, die VA kommt immer noch rechtzeitig. Du wolltest Messer sehen mit Mikada-Griffen und da habe ich mal eine kleine Auswahl hier liegen bei den Klappmessern und da fangen wir von links an. Das ist das Coffin von Böker mit blauem Jeans-Mikada. Hat eine feine Oberfläche. Da gibt es ja auch Unterschiede, ob das Mikada nun perlgestrahlt ist oder ganz fein verschliffen, dass es fast aussieht wie lackiert. Werde ich dir nachher mal eins zeigen von Back, die tun ihre Griffe so fein ausschleifen, dass es eine sehr glatte Oberfläche gibt. Jo, das wäre das erste, das Coffin von Böker mit blauem Jeans-Mikada. Dann gleich das nächste, ein Barlow ebenfalls von Böker. Man sieht hier die G10 Backen und hier hinten das Maroon Mikata. Ein schöner kleiner Folder und mit diesem schönen Mikata auch ein kleiner Handschmeichler. Das Barlow von Böker in Maroon Mikata. Dann kommen wir schon zum ersten Back. Man sieht, das Messer wurde genutzt. Das G10 in Grün ist schon nachgedunkelt vom Handschweiß. Auch ein sehr taugliches Messer und mit diesem Griff fasste sich auch sehr gut an. Wir haben hier eine etwas rauere Oberfläche und die verfärbt sich natürlich während dem Gebrauch durch den Handschweiß. Ein grünes Mikada von Back. Und hier haben wir nun ebenfalls ein Back. Das muss mal gucken, ob ich sehe. Ist egal, ist ein Burlap-Mikada. Sehr schmeichlerische Oberfläche. Wunderschön. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Licht, dass man das besser sieht. Das ist ja Sackleinen übereinander gelegt, verklebt. Und es gibt einen sehr schönen. Sehr schönes Griffgefühl. Ein Back mit Burlap Mikada. Was darf natürlich nicht fehlen, das ist das Luna mit braunem Mikada-Griff. Auch eine wunderschöne Oberfläche, die sich etwas rauer anfasst, aber sehr, sehr handschmeichlerisch. Jo, das waren mal ein paar Klapper. In Mikata. Wir kommen jetzt mal zu den Fixed und Fixed habe ich bei weitem mehr, da ich die auch viel lieber nutze. Wir haben hier ein grünes Canvas Mikata an einem Pathfinder 105. Ein ganz tolles, tolles Messer und der Griff ist hier auch schon nachgedunkelt. Schönes, warmes Griffgefühl. Dann mal das Bark Beetle. Das hat eine richtig nachgedunkelte Mikada Scales. Das ist natürlich bei diesen rauen Oberflächen dunkelt das zwangsläufig nach während dem Gebrauch. Man kann das aber wieder in den Urzustand versetzen, indem man die Griffschalen mit etwas Spüli und einem Schwamm bearbeitet oder ein Bürstchen, dann nehmen die wieder zum Großteil ihre angestammte Farbe auf. Das Bark Beetle von Böker. Noch ein Böker, das Little Rogue. Hier sieht man die ursprüngliche Farbe noch recht gut. Das war auch ein Canvas Mikada mit einer etwas feineren Oberfläche. Auch ein
sehr warmes Griffgefühl und es sieht, wie ich meine, sehr, sehr gut aus. Trägt natürlich auch schon Spuren von Gebrauch, aber das gibt dem Mikada, denke ich mal, etwas Charakter. Noch eins, und zwar ist das das Kaiserbegleiter als feststehendes Modell in 154 cm, und hier sieht man noch sehr gut auf dieser Seite die Ursprungsfarbe des Mikadas, obwohl es jetzt auch langsam anfängt nachzudunkeln. Und auf der Seite, wo die Finger aufliegen, ist das auch schon recht weit fortgeschritten. Das Kaiser Begleiter. Was darf natürlich nicht fehlen? Ein Bark River. Das habe ich schon einige Jahre, da hat der Griff schon recht gelitten, abgegriffen. Das war mal ein grünes Mikada, aber das gibt den Messern einfach Charakter und ich finde das einfach ganz toll. Das Gunny von Bark River. Und als letztes noch ein Fixed, und zwar ein Choker, ebenfalls mit Mikada-Griff, unterlegt mit roten Linern. Auch schon sehr, sehr nachgedunkelt. Das war mal ein ganz helles Grün. Aber ich nutze dieses Messer oft und häufig, wenn ich unterwegs bin. Und da bleibt diese Verfärbung nicht aus. Jo, das wäre es eigentlich jetzt gewesen. Ich halte die Griffe nur in die Kamera, weil die Klingen sind ja relativ uninteressant. Das sind so meine Messer mit Mikada-Griff. Und ich finde das einfach große Klasse. Mal gucken, ob ich die mal ganz drauf bekomme. Jo. Messer mit Mikada-Griff, die fixt. Und natürlich auch meine Taschenmesser in Mikada. Es ist einfach ein ganz toller Werkstoff und Griffmaterial. Jo, Micha, das wäre meine VA für dich. Ich hoffe, sowas in der Art hattest du erwartet. Ich habe mich sehr gefreut, auch wenn ich spät dran bin. Und ich habe sehr gerne für dich diese VA gemacht. Bis denne. Tschüss.